Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Mikrofon hängt scheiße, das Mikrofon. Chicos am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play. Scheiße, ich heiße ja Skyline. ihr seid natürlich auch am Start und die Chicas auch. Ich habe eine wunderschöne Stimme, wie ihr im Hintergrund hören könnt. Wir haben volles Haus. Ich werde hier total beobachtet. Stalk. Und hey! Das die Shiro ist auch hier! Shiro ist auch da, der Kuro läuft auch gerade durchs Bild. Haha, durchs Bild! Super! Ich hasse meine Stimme, ich drücke jetzt Start, komm, Arsch lecken jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Arsch lecken jetzt? Oh, ich könnte so, Start! Ja, dann setz dich hin. Aber ich hab gerade meine Frühstück gelernt. Ja, er hat Nudeln. Achso, wir haben 8:30 morgens früh. Wir fahren gleich zur Doyaku nach Dortmund. Und glaubt mir, ich mach das nicht mit Absicht, diese Stimme, die ist einfach gerade da. Weiter. Kampagne. Mach alles kaputt. Und das war die Toni, die gerade dazwischen gelabert hat. Sag mal hi Toni. Hi. Hättest jetzt hi Toni sagen müssen. Nee, ist nicht so doof wie Cookie. Nicht ganz so. Okay. Tiger Dust, Veteran. Kampagne fortsetzen, würde ich sagen. 4, die 3, die 2. Natürlich zocke ich die Kampagne. Nein, ich habe meine Tablette noch nicht genommen. Dann! Gib mir mal meine Tabletten. Warte, hier. Das drüben, die Handtasche. Okay. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich diesen Ladebildschirm hasse? Ja, hasse ich. Der ist einfach so unnötig. Ich habe lange keinen Dark Souls mehr gesucht, weil ich jetzt gerade an einer blöden Stelle festhänge. Das ist scheiße. Wo ist eigentlich? Hier vorne liegt irgendwo einer noch. Da auf dem Tisch. Du hast den da gestern hingelegt. Nein, hab ich gar nicht. Doch, als wir Film geguckt haben. Lüg nicht. Ich lüge nicht. Nee, das wird ein lustiges Let's Play. Das wird so unnötig. Ja! Ja, aber das wird dann so heißen. So, jetzt müsst ihr, ansonsten muss ich euch Ton rausschneiden, wenn ihr eine Zwischensequenz dazwischen labert. Esther, Ezio ist online! Jetzt müssen ihn alle adden und ärgern. Wow, das war ein super geil. Schon wieder? Das haben wir doch gestern erst gehabt. Ja, machen wir die Scheiße nochmal, ist mir auch egal. Da komm. Zwischensequenz kennen wir schon. Scheiße, man kann es nicht abbrechen. Ja, das freut mich für dich. Ja, sehr schön. Sie leben noch. Overlord Hunter, Ziel gesichert. Roger Hunter, bringen Sie sie her. Drugova. Aber zum ersten Mal ist es eine Frau, Alter. Bin ich total überrascht von. Ich bin die einzige neben Chico, die davon noch was. Fortsetzen, Arsch lecken, 53 Truppenpunkte. Du leck mich am Arsch. Schon wieder diese scheiß Ladebildschirm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also Leute, wenn ihr auf Conventions fahrt, es gibt nichts Schöneres zu Frühstück als schöne Nudeln mit Käse. Ja klar, Standard. Ey, aber einige trinken am Morgen ihren eigenen Urin, ja. Also, entweder das oder eigener Urin. Am besten gar nichts. Ich verhungere lieber. Zucker. Was habt ihr alle gegen Nudeln mit Käsesoße? Am frühen Morgen. Was haben wir gegen dich? Wenn man am frühen Morgen kommt, ist erstmal nichts. Ja gut, das ist gut. Ja, sehr schön. Und plötzlich ist Schnee. Arktika Russia. Müssen wir das wirklich tun? Wenn es dich nicht für das Ziel halten soll. So ein Scheiß kann auch nur das Verteidigungsministerium kaufen. Babysitter. Alter vor Schönheit. Ja, war im Zimmer. Oh? Kausack, Verifizierungscode. Alpha 29er Yankee 7. Na was wohl? Ghost Lead, Verifizierungscode. Katze klaut Leckerli. Bravo 41 Foxtrot. Pepper, Verifizierungscode 16 Hotel Mike 3. Ich probier's. Hey, Dickerchen. Queen of England.
Oh, 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 hey, 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 Verifizierungscode Charlie 121 November. Jesus, who? Mist, ich hab Queen gesagt, hä? Huh? Das ist ab jetzt dein Name. Okay, wir haben ein wunderschönes kleines Figürchen mit dabei. Katja Prugova, ehemals russischer Geheimdienst mit vielen Verbindungen. Es wird also dauern, bis wir wissen, für wen sie arbeitet. Keine der Optionen sieht vielversprechend aus. Niemand von uns ist gern in Russland, aber wir gehen, wohin man uns schickt. Diesmal weist die Spur dorthin. Nach unseren Erkenntnissen haben Prugovas Leute eine verlassene Station an der norwegischen Grenze als Sammelpunkt genutzt. Die Station teilt sich in zwei Bereiche, mehr wissen wir nicht. Alles, was Sie herausfinden können, hilft. Bringen Sie also Daten über die Anlage und dann schalten Sie sie aus. Endgültig. Der Warhound ist eine selbstgetriebene mobile Artillerie mit genug Feuerkraft, um Feindstellungen auszuheben und dient zugleich als Deckung. Mobile Artillerie, die auch als Deckung dienen kann. Einsatz, wählen Sie den Warhound mit oder drücken Sie, um das Waffenmodul zu steuern, drücken Sie, um den Mörser abzufeuern, drücken Sie, um die Rakete abzufeuern, lenken Sie die Rakete mit, weiter. Was für unnötige Geräusche. Passen Sie damit auf. Wir wissen nicht, ob Ihre Ausrüstung hundertprozentig EMP-resistent ist. Diese Granate röstet alle elektronischen Geräte in Ihrem Radius. Im richtigen Augenblick. Alter, wissen nicht, ob Ihre Sachen EMP-sicher sind. Willst du mich verarschen? Das weiß man doch. Stört das HUD und zerstört elektronische Geräte im Wirkungsbereich. Einsatz, wählen Sie EMP-Granaten mit Bäh und oder Bäh, werfen Sie sie sofort durch den Antipp mit Bäh. Oder ziehen Sie sehr, sehr vor erst sorgfältig, indem Sie Bibel gedrückt halten. Ich werde sowieso wieder vergessen haben. Scheußliches Wetter, aber immerhin können sie jede Menge Krach machen. Also ich würde ein leichtes MG einpacken und zur Sicherheit ein PDRC für das schnelle Geschäft. Ich nehme eine Shotgun. Ja, ich nehme auch eine Shotgun mit, damit ich schön Nahkampf renne. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme einen Sniper mit und fertig ist die Lauge. So, Sensor, EMP-Granaten, was haben wir noch? Blindgranaten. Komm, wir nehmen die EMP-Granaten mal mit. Splittergranaten, ne? Arschlecken. So, lass starten. Hol dir dein Handy! Los! Ja, ich bin hier schon. Gut. Bevor ich es vergesse, falls ich gerne irgendeinen Schwachsinn laber, Leute, ich zocke keine Shooter. So, ich habe gerade voll ins Mikrofon genießt. Sehr lecker. Ja, das muss auch mal sein. Ich habe es jetzt gerülpst, geschmatzt, gefurzt. Du hast ins Mikrofon gefurzt. Oh yeah, und es hat euch gefallen. Gebt zu! Du bist geisteskrank. Mhm. Doch. Psychisch labil. Wir sind überall. Das ist scheiße. Ja, die bereiten gerade ihr Cosplay vor. Das ist ein Glück, dass ich heute zivil rumrenne. Ja, ich auch weitgehend. Ja, es lohnt sich irgendwie so. Die Dojaku lohnt sich irgendwie nicht so richtig als Cosplay. Okay, es ist hier leider nur eingefügt. Ja, es sei das ganze Kreis oben gebaut. Es ist eingeführt. Dicht am Warhound. Wir dürfen hier nicht getrennt werden. Das sagst du so. Ich wette 20 Kröten, dass du dich während des Einsatzes hinter dem Ding versteckst. Hey, wenn das Ding Kugeln anzieht, dann muss ich nicht selbst drauf schießen. Boah, Alter, dein scheiß Nudeln. Warum geht Gassi? Die Sicht ist fast voll. Schön dahintern. Das verschafft uns einen Vorteil. Magnetsicht ein. Was denn mit Sicht? Magnetsicht. Was bringt die? Ja, siehst du doch, was die bringt. Das ist so. Kontakt. Okay. Kannst du dich einfach normal rumlaufen? Ja, weil ich auch so viel sehe, Junge. Mann. So unnötigen Fragen. Tarnung aktivieren. Tarnung aktiviert. Jetzt sieht man mich ja noch weniger, ne? Alter Schwede. 12 Uhr.
Boah, deine scheiß Nudeln stinken bis hierhin, ey. Ja, was stinken die? Kontakt, feindlicher Transporter. Auf 9 Uhr. Verstehe alles, warum das mit dem Nagellack in der Küche war. Noch einer mehr. Ja. Ach, das ist ein Nagellack, der so stinkt. Das ist ein Nagellack, der so stinkt. Das ist cool. So, Pepper. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe eine Idee. MP. Und, ach scheiße, kann ich eingesetzt werden. Sensor. Kontakt feindlicher Schütze. Wo ist er? Da drüben beim LKW. Ich wollte werfen. Ich sehe noch einen. Der wirft nicht. Wo siehst du ihn? Der wirft die Scheiße nicht. Die entdecken dich gleich. So. Tarnung ist an. Endlich. EMP geht los. Ich hab nicht gesehen. Egal jetzt. Deckung, beweg mich! Willst du mal sagen, dass du einfach so dumm bist? Bam. Bam. So, kann ich jetzt dieses... Ich kann immer den Warhound benutzen, warum nicht? Schade, das funktioniert nicht. Essen fucking Reifen. Boah, alter Arsch, leck mich jetzt. Da steht ein LKW. Ach. Ja, ich weiß, danke. Ach, gar nicht schlecht. Sie haben hier draußen wahrscheinlich nicht mit Besuch gerechnet. Das könnte leichter werden als gedacht. Mann, musste das sein. Jetzt wird's bestimmt nicht leicht. Ja, Tarnung ist aktiv. Tarnung aktiv. Boah, wie das Ding von der Seite aussieht, ist ein mega Scheiß. Aber es ist ja die Verteidigungsscheiß-Ding. Ey, der könnte bei Dark Souls bestimmt ordentlich Damage machen, Alter. Du bewegst Warhound. Der Sturm legt sich. Achtet auf eure Der Sturm legt sich, auf jeden Fall. Was sind das für Angaben hier? So, Warhound. Jetzt so happy happy. Will Paulin Keks? Einen schönen großen Keks. Sich muss deaktivieren. Boah, aber wie er im Tarnmodus unterwegs ist, ey. Das Mann, man sieht ihn gar nicht. Darf ich jetzt den fucking Warhound benutzen? Bin unterwegs. Du sollst in Deckung gehen. Gegner, ein einfacher Schütze. Wir haben Kontakt. Sieht nach einem Fuhrpark aus. Und da ist ein Panzer. Den können wir hier nicht stehen lassen. Nimm den Mörser und kümmere dich drum. Verstanden. Noch mehr. Drei. Vor uns. Warhound greift Ziele an. Los geht's. Das hat sie aufgedeckt. Halt, Panzer. Geht doch, danke. Auf 12 Uhr. Das war's, gefahren. Warum haben die Hunde überhaupt mitgeschickt? Auf 3 Uhr. Ich halte es jetzt durch. Scheiße, ich kann mir ballern. Die kriegen an! Aber im Reißlauf. Gegner das Stirb! Verstärkung rückt an! Ausschalten, bevor sie hier sind! Stehe unter Beschuss! Boom, Bitches! Halt mit uns Verstärkung! Natürlich kommen jetzt 5000 Fahrzeuge, weil sonst wird der Wochen keinen Sinn machen. Guck mal, da spielt der Tetris an der Seite. Go!
Feinde sind unterwegs! Ah, das habe ich aus in einer hingeschossen, dann war da auch wirklich einer. Stirb jetzt! Danke.